Also gibt es überhaupt ein Universalrezept für das Rückkehren oder was müsste passieren, damit mehr Menschen zurückkehren? Ich Nein. glaube, ein Universalrezept gibt es nicht. Also wir sagen immer als Agentur, wir bieten nicht die ganz große heile Welt, sondern das ganz kleine Glück. Und ich glaube, dass das soziale Umfeld doch eine sehr, sehr große Rolle spielt. Also gerade auch Eltern, Großeltern, Freunde geben einem so viel Kraft und helfen einem. Also ich habe wirklich gestern erst eine Rückkehrer empfohlen in diesen Facebook-Gruppen, meine Stadt Finsterwalde, die hat eine Dreiraumwohnung gesucht. Da habe ich gesagt, mach ein schönes Bild dazu, sei offen, sage Familie, so und so möchte zurückkommen. Das wurde 32 Mal geteilt in der Facebook-Gruppe, meine Stadt Finsterwalde, und es gab irgendwie über 21 Kommentare mit Wohnungsempfehlungen. Und das freut mich so, weil das heißt Willkommenskultur. Und ganz viele habe ich gesehen, ach Mensch, ihr wollt zurückkommen, ihr seid doch jetzt 8 Monate durch die USA gereist. Und da hat man gesehen, so diese Community hat die wirklich ja willkommen geheißen. Und das war aber auch nur, weil man selber aktiv geworden ist und weil man an die Leute wirklich rangetreten ist, sich geöffnet hat. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und es gehört auch immer eine Portion Glück dazu. Gerade bei der Jobsuche oder bei der Haussuche, muss ich ganz ehrlich sagen. Und mehr Leute zurückkommen, klar wünschen wir uns das, aber ich möchte nochmal betonen, dass wir wirklich für die da sein wollen, die das wirklich möchten, die das also wirklich jahrelang überlegen oder jetzt gerade durch Corona gesagt haben, nee, wir wollen zurückkommen. Aber es ist kein Muss, es ist völlig in Ordnung, wenn man sagt, ich habe jetzt meinen Lebensmittelpunkt vielleicht in der Großstadt oder ich bin ins Ausland abgewandert und ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wieder in die Heimat zurückzukehren, dann ist das völlig in Ordnung. Es ist der normale Kreislauf des Lebens. Und wir haben auch Leute gehabt, die total unglücklich nach der Rückkehr waren. Das gibt es natürlich auch, ja, aber das gibt es bei ganz vielen Entscheidungen im Leben immer. Wichtig ist uns nur, dass wir alle mit unseren Netzwerkpartnern da sind, offen sind und wirklich sagen, gut, wir sind für euch da. Und es gibt aber auf der anderen Seite genug erfolgreiche Beispiele, die gesagt haben, es ist das Beste, was wir machen konnten, wir sind zurück und wir leben jetzt wirklich, wir haben Quality Time. Wir haben Entschleunigung und es ist alles in Ordnung. Und auf die paar Sachen von der Großstadt oder vom Weltgeschehen können wir verzichten. Und das ist für uns dann letztendlich unser Glück. Wie sieht denn jetzt gerade auch so die Zusammenarbeit mit der Politik oder auch anderen Rückkehrerinitiativen aus? Also kannst du uns einen kleinen Einblick in diese Netzwerkarbeit vielleicht geben? Ja, da kann ich euch mal gerne mitnehmen. Unser Tandemfahrrad und das ist ein Projekt, was bereits ja von der Robert-Bosch-Stiftung gefördert worden ist. Das ging 2 Jahre hüben wie drüben. Und zwar haben wir uns hier ausgetauscht mit dem Hochsauerlandkreis. Genau, das ist die eine Sache zu sagen. Denn auch in Westdeutschland gibt es Initiativen, die Rückkehrer und Zuzügler gerne wieder in ihren Landkreis wohnen möchten. Und hier gibt es zum Beispiel den Heimvorteil, wie gesagt, der Hochsauerlandkreis, die haben auch so eine kleine Box. Die kriegen alle Abiturienten, Heimvorteil to go. Und ja, und mit denen haben wir uns einfach mal ausgetauscht und geguckt, ja, wie arbeiten denn Initiativen in Ost und West? Und da gibt es halt auch eine Broschüre mit Ergebnissen, die wir zusammengestellt haben. Und wir haben festgestellt, es ist gar nicht so unterschiedlich. Also ich habe wirklich ja gestaunt, dass man ja im Hochsauerlandkreis auch zum Studieren nach Paderborn oder ja wie auch immer, also ja in ganz Deutschland irgendwie unterwegs ist, weil man das Land erstmal jetzt, ja, weil man einfach keine Uni in der Nähe hat. Das sind ganz normale Stadt-Land-Bewegungen. Wo die alten Bundesländer halt auch mit zu tun haben und dann auch gerne wieder Rückkehrer und Zuzügler begrüßen würden. Und das war einfach so ein Aha-Effekt und daraus ist jetzt ein bundesweites Netzwerk geworden, hüben und drüben. Und wir sind gerade dabei, dieses Netzwerk aufzubauen und wir haben so 99 Initiativen circa recherchiert in ganz Deutschland, die sich mit dem Thema Rückkehr und Zuzug beschäftigen. Und meine Kollegin, die Frau Spetzer, sie koordiniert, und das hatte ich ja vorher schon gesagt, das Netzwerk Ankommen in Brandenburg. Da haben wir hier so eine süße Postkarte der Brandenburger entlaufen. Und dann kann man hier sozusagen
Hinweise abgehen. Und ja, und da gibt es sozusagen jetzt über 20 Initiativen, mit denen wir uns brandenburgweit austauschen. Und da gibt es auch wirklich eine richtige Netzwerkkoordination. Da gibt es Schulungen und da tauschen wir uns aus, sodass halt nicht jeder das Rad neu erfinden muss. Und das kann ich heute auch nur jeder Initiative, die hier zuhört, vielleicht auch, oder wenn die Ergebnisse gespiegelt werden, einfach auch nur empfehlen, dass man halt nicht wieder von vorne anfängt, sondern dass man sich austauscht. Und das ist schon sehr, sehr ein gutes Zeichen für uns, dass wir auf den richtigen Weg sind. Und ich denke, es ist halt auch ein Zukunftsthema.